Was sind die Herausforderungen bei der Reform von Basel III für deutsche Banken? Oder besser gesagt, was läuft schief bei Basel? Basel III ist eines der größten Regulierungsvorhaben für die Kreditwirtschaft weltweit seit jeher. Es ist die Antwort der Regulierer auf die Finanzkrise und deswegen unterstützen wir Basel, auch so wie es in Basel verabschiedet worden ist, uneingeschränkt, auch wenn es für viele unserer Institute durchaus schmerzhafte Inhalte hat. Das Problem entsteht jetzt bei der europäischen Umsetzung, die jetzt ansteht. Da droht eine Übererfüllung. Und das bedeutet, dass die Eigenkapitalanforderungen für unsere Institute in einem Maße steigen, die schädlich sind, nicht nur für die Kreditwirtschaft, sondern auch für die Realwirtschaft. Für Deutschland hat die Europäische Bankenbehörde errechnet, dass die Eigenkapitalanforderungen um 35% im Durchschnitt steigen werden. Und das alles liegt vor allem am Output-Floor. Und das möchten wir verhindern. Wofür setzen Sie sich ein und was möchten Sie erreichen? Naja, zum einen wollen wir eine Eigenkapitalentlastung erreichen, zum anderen, aber das ist mindestens genauso wichtig, wollen wir vermeiden, dass falsche Anreize gesetzt werden. Denn traditionelles Bankgeschäft soll da verbleiben, wo es am besten aufgehoben ist, und das ist nun mal in Banken. Deswegen schlagen wir den sogenannten Parallel Stacks Approach als alternative Berechnungsmethode für den Output Floor vor. Der führt immer noch zu einer Eigenkapitalsteigerung von über 10%. Das heißt, er erfüllt auch die Bedürfnisse der Aufsichtsbehörden, aber eben deutlich weniger als in der von EBA vorgeschlagenen Art und Weise. Wir finden dafür Unterstützung bei Mitgliedstaaten und bei der Kreditwirtschaft insgesamt. Und wir hoffen, dass wir deswegen auf diesem Weg in den anstehenden Verhandlungen weiterkommen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, vor dem Hintergrund der Covid-Pandemie und vor dem Hintergrund des Green Deal, den die EU-Kommission ausgerufen hat, sicherzustellen, dass Banken leistungsfähig sind und ihrer Aufgabe nachkommen können.